Okay, da sind wir. Und es sieht genauso wenig einladend aus wie die anderen Dinger. Und ich frage mich, was da hinten gestorben ist. Also. Tonband Allen. Darüber kommen wir wahrscheinlich nicht, ohne zu ertrinken, ne? Jetzt müssen wir hier erstmal wieder die Kassetten finden, die diesmal offensichtlich nicht an den Laternen hängen. Okay. Fühlt sich nicht jeder von uns manchmal irgendwie, als wäre er total fehl am Platz? Ich habe das auch. Muss ich deswegen jetzt zur Therapie gehen? Was ist das für ein Vieh? Ja, deswegen. Also, ich meine, selbst nicht nur ein Tief zu haben, aber manche Leute finden andere Leute seltsam, wenn sie zu laut reden oder wenn sie zu glücklich wirken. Findet nicht jeder irgendwas seltsam? Ich finde manche Leute auch seltsam und trotzdem heißt das nicht, dass die sich meinem Denken, meinem Lebensstil anpassen müssen. Ihr schon wieder! Sind das Pinguine? Wenn das Pinguine sind, kann ich ihn nicht erschießen. Nee, ist ein Krähen. Aber offensichtlich wollen sie sowieso keinen Ärger mit mir. Das ist gut. Gleich ich gut. Da würde ich auch jemanden um Hilfe ersuchen. Ich hasse Albträume. Hatte Gott sei Dank seit Ewigkeiten keinen mehr, aber ich hasse Albträume. Man fühlt sich immer sehr, sehr unwohl danach. Warum guckt ihr mich denn so böse an? Ich habe euch gar nichts gemacht. Ich meine, wir wissen ja, diese Passage ist eigentlich safe. Aber wir wissen auch, dass all unsere Patienten tot sind. Also nehme ich mal an, dass Ellen hier auch nicht mehr so ganz frisch ist. Okay. Aber kommt es nicht darauf an, dass er sich dann wohlfühlt damit?
Oder hat es sein Privatleben so sehr beeinträchtigt? Oh, ich will nicht wissen, was mich hinter der Tür erwartet, Mann. Welcher Albtraum. Wahrscheinlich landen wir gleich da oben am Leuchtturm. Okay. Es wird hier drin schon wieder kalt. Die Ladebildschirme sind manchmal echt der Horror. Das ist der wahre Horror in diesem Spiel. Erkunde die Gegend. Klar, machen wir. Liebe Musik, könntest du dich bitte, bitte beruhigen? Rathmos Strand. Bevor wir den Zettel lesen, gehen wir erstmal in die unoffensichtliche Richtung und hoffen, irgendwas zu finden. Aha! Na gut. HP, Munition und Leben. Brauche ich alles nicht. Bin schon voll. Sehr dunkel. Meinst du das Bild? Soll ich das heller machen? Aber ich glaube eigentlich, dass es so eigentlich ganz angenehm ist. Jetzt aber, Mr. Privatdetektiv, was meinst du, steckt hinter all dem? Bigfoot, Aliens, große böse Regierungsvertreter? Bring etwas Klarheit in die Situation, würde ich jetzt mal vorschlagen. Irgendwie verhöhnen mich diese Briefe. Das ist, ich weiß nicht, ist das dieser Typ mit dem Hut, der mir diese Liebesbriefe schreibt, oder ist das irgendjemand anderes? Der ist immer so gemein zu mir, von dem will ich keine Liebesbriefe. Das ist voll der Mobber. Ach so, ja, die Atmosphäre soll sehr dunkel sein. Im Kaufhaus war es deutlich dunkler als hier. Uah! Das Roden der Wälder auf dieser Insel ist nicht gestattet. Ich muss Ihnen eine Strafe ausstellen, wenn ich hochgekommen bin. Komme ich da hoch? Okay, was ist mit Alan passiert? Er wird sich ja wahrscheinlich nicht ertränkt haben, hoffentlich. Ich meine, die andere hat sich die Kehle aufgeschnitten. Oder wann, also wir wissen, dass alle unsere Patienten tot sind, oder zumindest die vier, um die es geht. Aber haben die wirklich alle Selbstmord begangen? Komme ich von hier aus auf das Boot? Nö. Sagen Sie mal! Die armen Bäume. Komme ich da hoch? Da sind die Krähen schon wieder. Ich hasse es, wenn ich so viel Auswahl habe. Wo soll ich denn hingehen? Da hoch oder dazu? Ich gehe zu der Hütte. Die leuchtet so schön. Wird bestimmt alles gut gehen. Wird einladend sein, ist das Beste, was passieren kann. Boah. Die Glühbirne, ich muss sie wieder einsetzen. Entschuldigen Sie bitte? Okay, darf mich das Licht nicht treffen? Jo, Bruder. Nicht cool. Gibt's hier was? Was ist das? Muni, natürlich, die brauche ich nicht. Okay, jetzt darf ich mich vor fettem Licht verstecken. Das ist natürlich romantisch. Freue mich drauf. Was passiert, wenn es das Licht erwischt? Wahrscheinlich sind wir dann instant tot.
Was haben wir denn hier? Och nö, warum sind denn jetzt hier schon wieder die Glasscherben von der alten? Okay, und da oben geht offensichtlich richtig die Party. Und da ist auch irgendwas. Was ist da denn drin? Wie komme ich denn da rein? Hallo? Bitte öffnen Sie! Lass dich mal erwischen. Okay. Hier bin ich! Hier bin ich! Bin ich nicht cool genug, um von dir getötet zu werden? Oder war da gerade die Spitze des Berges im Weg? Ich nehme an, diese Glühbirne gehört zum Leuchtturm. Ist jetzt nur so eine Vermutung, aber... Hallo? Hier? Hier? Ach, zieht mir 5 Lebenspunkte ab. Ja gut, bis ich dann tot bin, das könnte ein bisschen dauern. Okay, vielleicht kommen wir später hier in den Container rein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da hoch. Und passen jetzt auf, nicht von dem roten Licht erwischt zu werden, denn wir wollen lebend oben ankommen. Ey, komm. Jetzt war ich aber versteckt. Mobbing-Spiel. Oh. Sowohl das Licht als auch die Dunkelheit werden dir schaden. Vielleicht solltest du dir auch wie er einen Job im Leuchtturm besorgen. Allein und voller Angst. Was, das Licht und die Dunkelheit werden mir schaden? Na toll. Okay. Gut. Hier oben gibt es sehr viel, wo man sich verstecken kann. Ah, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz hinter den Berg. Wieso erinnert mich das hier sehr stark an Alan Wake? Icaruswald. Natürlich. Ich wusste ich doch. Ja, mein Freund. In Greek mythology, Icarus flies too close to the sun and it kills him. I'll spare you the analogy. In our story, you're going to bring the sun to Alan and the both of you will burn. Das gefällt mir nicht. So, Strand. Anglerhütte, die haben wir jetzt zerlegt. Oder besser gesagt, der Leuchtturm hat sie zerlegt. Das heißt, wir müssen hier hoch und zum Leuchtturm. Aber ich nehme an, dass wir zwischendrin noch in die Werft gehen müssen. Okay, hier kommt das Licht nicht hin. Das ist schön. Point Icarus Leuchtturm. Aber... Ach so, ja. Wir haben ja noch Freunde, die ab und zu hier auftauchen. Batterie ist okay. Nehmen wir ein bisschen Leben mit. Nee, wir wollen erst in die andere Richtung. Die Autos kann ich nicht öffnen. Nee. Ach! Guckt mal. Das sind unsere Freunde! Wir haben sie ja so sehr vermisst. Leute, was macht ihr da? Ach so, ja. Geht weg. Hier hat man wenigstens Platz. Hier kann man sich frei bewegen. Und die rennen einen nicht so gnadenlos über den Haufen. Das ist meins. Schön, ein HP bekommen. Danke, ihr Kackis. Okay, was haben die bewacht? Außer ein Milton Haven. Außer einen ziemlich kaputten Tunnel. Sorry, kein Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht oben auf dem Turm. Unten in der Grube. Okay, wir reloaden einmal ganz kurz. Schnappen uns das hier. Und natürlich...
Das Upgrade und dann gehen wir mal da zu den Vögelchen. Kann ich die abknallen? Ich will die wirklich abknallen. Die nerven mich. Die gucken mich böse an. Ich mag das. Nö. In der Grube? Ja, Häschen in der Grube saß und schlief. Weißt du doch. Das weißt du doch. So, was haben wir hier? Vielleicht, wenn die Sonne ihre Strahlen auf ein Kissen aus Wasser wirft und die Wolken in Orange und Pink reagieren, könnt ihr wie John in Patmos die Offenbarung sehen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was, wenn das Licht wohin zeigt? Warte. Wenn die Sonne ihre Strahlen auf ein Kissen aus Wasser wirft und die Wolken in Orange und Pink reagieren, könnt ihr die Offenbarung sehen. Ja, wir haben hier keine Sonne. Oh Gott. Bitte was? Virgil Canty, Stromausfälle. Ist die Wahrheit seltsamer als die Fiktion? Kolumne von Jorge Avalos. Was sollte das sonst sein, wenn nicht ein extrem starkes EMP, sagte Lenny Crump, während er ein Schild auf dem Planet Home steht, mit den letzten Schliffen versieht. Es ist eines von vielen selbstgemachten Zeichen der Anwohner, die sich beim hiesigen halbjährigen Treffen der Außerirdischen von Milton versammelt haben. Theorien und Verschwörungen machen die Runde, während die Anwohner versuchen, sich einen Reim auf die plötzlichen Stromausfälle im ganzen County zu machen. Also, das Ding hatte vermutlich eine Fehlfunktion, als die Aliens sich der Erde genähert haben, oder sie haben es absichtlich gezündet, betont Lenny. Das ist keineswegs die einzige Spekulation, die wir in den letzten Tagen gehört haben, und es ist wichtig zu bemerken, dass er nur wenig, wenn überhaupt, Aufmerksamkeit durch andere Nachrichtenquellen erhielt. Auch wenn dieser Investigativjournalist keine Alarmglocken läuten will, kann ich nicht anders, als mich zu fragen, wie es dazu kam. Sind wir letztendlich auf eine echte Verschwörung gestoßen, eine, die eng von Staatsdienern überwacht wird und mit einer Nachrichtensperre geschützt wird, oder lesen wir hier zu viel im Profanen? Dies und mehr in den nächsten Ausgaben von Milton Mysterien, Februar 6. also 6. Februar 1997. Aha. So, okay, also was muss ich machen? Wahrscheinlich muss ich erstmal hier die Lampe einsetzen und dann, wenn das Licht, Sonnenlicht, in dem Fall der Strahl, aufs Wasser trifft. Wobei ich keine Ahnung habe, wie ich die Wolken rosa färben soll. Oder orange. Aber vielleicht wird das Spiel mir das noch irgendwann verraten. Junge. Her. Gibt es hier im Wald noch irgendwas? Entschuldigen Sie bitte. Ich muss hier kurz durch. Straßenkontrolle 1. Ja, natürlich, man sollte immer dahin gehen, wo es abgesperrt ist. Das ist der beste Tipp, den man einem geben kann im Leben. Sag mal, warum ist denn dieses Auto geschmolzen? Absturzstelle. Alter Junge. Du kannst mir doch jetzt nicht wirklich die Geschichte vom Alien erzählen.
Jo! Wie oft soll ich dich noch treffen, mein Freund? Jo! Wie krass sind die denn? Wow! Also, Entschuldigung, aber ich brauche da drüben mal so ein bisschen neue Munition. Was war das denn? Die halten ja ganz schön viel aus, wenn man denen nicht direkt ins Auge schießt. Welche anderen? Das sind ja die gleichen wie... Das sind ja genau die gleichen wie in einem anderen Haus. Also in einem Kaufhaus. I'm all right. Du bist okay, das ist schön für dich. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt lohnt, für ein paar Schuss nochmal runterzugehen. Drüben... zu dem Wrack, das da hinten war. Ich würde jetzt mal sagen, nein. Und es nervt mich, dass wir diese Gasmaske immer noch nicht haben und damit dieses Zeug nicht neutralisieren können. Ja, die wirken nicht schneller, die wirken stärker. Also wie die anderen... hatte ich mit zwei Schüssen down. Die habe ich halt irgendwie nicht getroffen, wo ich sie treffen wollte. So, der Strahl kommt wieder. Wir warten ganz kurz. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das damit neutralisieren? Ja. Oh, Schuss. Meyer Pharmaceuticals Schadenbericht. Vollständiger Name Max Niegard. Wohnhaft 210 Main Street, Apartment 1, Milton Haven. Notfallkontakt Alice Niegard. Durchgestrichen. Telefon privat, bla bla bla. Datum des Vorfalls 3.8.97, Uhrzeit 2 Uhr. Ort des Vorfalls auf der Straße beim Icarus-Leuchtturm. Beschreibung des Vorfalls. Erst dachte ich, der Reifen wäre geplatzt, aber der Asphalt der Straße schmilzt oder so. Der Truck stoppte ein paar hundert Meter später zum... Okay. Der Asphalt schmilzt also. Warum verbrennen wir uns da nicht die Füße hier? Okay, vielleicht sollte ich das auch mal in dem anderen Penthouse versuchen. Um mir den Weg frei zu machen. Alter, ist das da hinten? Nee, okay. Ja, da hinten steht ein riesiges Vieh. Komme ich da drauf? Nö. Okay, ein Schuss umsonst verschwendet. Alles klar. Natürlich möchte ich so viele Zettel wie möglich finden, damit wir die Story einfach mitbekommen. Und ich hoffe, ich übersehe... Da ist nicht nur ein Baum gefallen. Da ist irgendwas gelaufen. Und ich will das wirklich nicht. Lass mich jetzt nicht so feige wie du in der Ecke. Ah, da.
Ja, bitte. As he climbed higher and higher in the sky, do you think Icarus contemplated how weird a person he was? Why can't he just be normal? Do you think his parents pushed him to be a lawyer, to be a doctor, like your parents did? Ah, guck mal, wir wollten gar nicht selbst Arzt werden. Was vielleicht erklären würde, warum wir versagt haben. Weil irgendwie, wenn man mit seinem Herz nicht bei seinem Job dabei ist, da ist schon wieder diese Wolke. Dann ist es wahrscheinlich irgendwie schwer. Okay, da komme ich nicht dran. Auf sein Bestes zu geben? Klingt das logisch? Ich glaube schon. Okay, da komme ich noch gar nicht hin. Ist die Frage, hätte ich halt irgendwie die Maske jetzt schon holen müssen? Das nervt mich, dass ich mich ganz einfach dem Ding da verstecken muss. Na toll. Ah. Kann ich nicht einfach ein Fenster einschlagen und da reinsteigen? Das ist doch jetzt lächerlich. Jungs und Mädels. Wie komme ich da rein? Ah, übers Dach. Und wie komme ich aufs Dach? Wie komme ich aufs Dach? Oder wie komme ich da vorne rein? Hä? Ich brauche Informationen. It's blocked from the other side, ja. Lasst mich doch rein. Vielleicht. Nee, ich kann doch nicht über den Berg da gehen, oder? Kann ich da über. Da hat auch jemand hingesuppt. Moment, wir gehen gleich weiter. Aber immer so ein bisschen aufpassen. Oh, wow. Kann ich das haben? Brauchen wir das? Nein, okay. Gut. Ab rein mit dir da. Das ist einfach nur so ein. Kann man sich einfach wieder aufladen, wenn man was braucht. Das ist gut, wahrscheinlich für den Rückweg, wenn wir da lang müssen. Weitere Rätsel um das Feuer im Leuchtturm. Kolumne von Jorge Avalos. Am Montag letzter Woche fanden wir von der Virgil County Gazette heraus, dass ein ominöser Anruf bei der hiesigen Polizei einging. Der Anrufer gab sich nicht zu erkennen, aber nach unseren Recherchen glauben wir, es könnte sich dabei um Alan Shore aus Milton Haven gehandelt haben, Leuchtturmwärter an der beliebten Bucht von Patmos. Fragen Sie einen beliebigen Einwohner und, Rest des Artikels fehlt, 13. März 97. Sie sind hier. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, zuerst hochzugehen. Das Britzellicht bekommt mich doch irgendwann. Moment, ich muss mal ganz kurz was trinken. So. War schon scheiße, wenn die einfach die Reifen unter deinem Auto einfach so wegschmelzen. Ob die Versicherung das übernimmt?
Lässt mich das Spiel hier nicht durch oder warum gibt es diesen anderen Weg? Nein, das Spiel lässt mich durch. Vielleicht ist es nachher nur der Weg zurück. So, Vorsicht, rotes Licht. Okay, das bleibt immer gleich eingestellt. Ich weiß nicht, was ich hier beobachten soll, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Wir lesen gleich den Brief, aber ich will dabei nicht sterben. Er oder sie wird Ihnen sagen, dass sich die Bewohner von Virgil County, insbesondere die von Milton Haven, mit geisterhaften Geschehnissen und unerklärlichen Phänomenen auskennen. Von verschwundenen Kindern über Geistersichtungen bis hin zu außerirdischen Besuchern. Es hat mich nicht getroffen. Warum hat also gerade dieser Vorfall unser Interesse geweckt? Wie viele von Ihnen wissen, ist es möglich, dass der mysteriöse Stromausfall und das weniger zufällige Feuer am Patmos-Leuchtturm miteinander in Verbindung stehen könnten. Alan Shores Haus nach der Brandstiftung. Achso, das ist die Unterschrift von dem Bild. Alan Shores Haus nach der Brandstiftung. Okay. Aber ist es denn verwerflich, dass er das den Behörden gemeldet hat? Ich weiß es nicht. Also ich finde es ein bisschen... Ah, okay. Ich finde es ein bisschen eigenartig. Da hinten ist die Werft. Und auch hier kann man sich umgucken. Und da würde ich gerne rein. Da es sich laut Polizeirevier von Milton Haven um eine laufende Ermittlung handelt, können die Einzelheiten des oben genannten Telefongesprächs nicht preisgegeben werden. Aber dieser Reporter und Homermart-Mitarbeiter des Monats hat ein Händchen dafür, in Schwierigkeiten zu geraten, um die Wahrheit zu gelangen. An die Wahrheit zu gelangen. Mehr darüber erfahren Sie in der nächsten Ausgabe von Milton Mysteries. Das ist der gleiche? Hatten wir nicht auch einen Roche als Figur? Nicht, dass der derjenige ist, der das Bindeglied zu all diesen Leuten ist. Also sowohl zu Virginia als auch hier zu Alan. Icarus Leuchtturm, baugenehmigt von Präsident Harrison 1889 und fertiggestellt 1891. Die Kosten beliefen sich auf $22.300. Als der Leuchtturm fertiggestellt wurde, stand er etwa 300 Fuß von der Klippe entfernt. Der Sandsteinturm hat einen Durchmesser von 28 Fuß, eine achteckige Form und erstreckt sich 80 Meter vom Boden bis zur Laterne. Und wen interessiert das? Wir sterben sowieso alle irgendwann. Diese Fakten haben keinerlei Bedeutung. Bist du dir überhaupt sicher, dass du wirklich hier stehst und das liest? Vielleicht ist das nur ein schrecklicher Fiebertraum. Hier hast du eine willkürliche Zahl, 300.000. Alan Shore wurde bei lebendigem Leib von der Regierung verbrannt. Wenn der verbrannt wurde. In dem Feuer, das gelegt wurde. Wie zur Hölle kann er dann die Polizei informiert haben? Also wie kann er der anonyme Anrufer gewesen sein? Ist es das, was Sie meinen mit paranormalen Aktivitäten? Ist der Stadt bekannt? Dass auf einmal irgendwelche Geister anrufen? Ach, die Krähen sagen mir immer, wo ich hingehen muss.
There's only so much I can carry. Gefahr: Unbefugtes Betreten verboten. Gefährliche chemische und biologische Kampfstoffe wurden in folgenden Bereichen entdeckt: Milton Wharf, Icarus Leuchtturm. Ernsthafte Verletzungen, Krankheiten und sogar Tod können Folge sein. Telepathie. Genau, aus dem Reich der Toten telepathieren wir mal in unserer Gegend rum. Okay, hier kann er mich gar nicht mehr erwischen. Dafür ist der viel zu weit oben. Was haben wir hier noch? Leben. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Warum liegt hier so viel Leben und sowas rum? Aber die entgegnen halt... Okay, der Leuchtturm, ne? Wenn du es nicht schaffst, dem auszuweichen. Okay. Das ist das stabilste Fass der Welt. Vielleicht hätte ich ihn später noch gebraucht. Egal, jetzt sind sie weg. I'm not quite sure. Ob ich da wirklich runter will. Sag ich doch! Welches Licht? Warum sind wir jetzt doch bei Alan Wake und kämpfen hier gegen irgendwelche Schatten? What the fuck? Hau ab! Aua! Renn! Du Idiot! Alan, beruhigen Sie sich bitte. Kein Grund, so auszurasten. Natürlich ist abgeschlossen. Dieser Verrückte hat wahrscheinlich alle Schlüssel zu diesen Türen und zu seinem Haus eingeschmolzen. Wenn die Hausverwaltung davon hört, musst du dafür deinen Arsch hinhalten. Bring jemanden dazu, da reinzugehen und rauszuholen, was noch brauchbar ist. Ich werde da keinen Fuß reinsetzen. Das wirkt alles total instabil auf mich und stinkt nach verbranntem Menschenfleisch. Unterzeichner. Toll. Alle sehr charmant. Ich glaube, wir müssen nach da. Nein, 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 einfach. Oh Gott. Könnten Sie bitte gehen? Danke. Wo ist denn jetzt Licht angegangen? Da ist jetzt das Licht aus. Da ist das Licht nicht angegangen, weil die Birne ist offensichtlich Fritte. Ah, da hinten. Aber was will ich hier? Das ist die andere große Frage. Lass mich, es ist hell hier. Da ist auch Licht, aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Oh doch, ich könnte, wenn ich schnell genug bin, jetzt. Das war ich nicht, das, was ich heute machen wollte. Gib mir das. Oh, das war blöd, das war blöd, das war blöd. Es ist überall, ja, die Dunkelheit ist überall. Das verstehe ich schon. Das nervt mich auch. Wirklich, ich kann dich echt gut verstehen.
Ach, der mäht hier die Bäume nieder. Bruder, das ist echt nicht gut, was du da machst. Das ist seine Hütte. Oh, das ist seine Hütte. Wie der einfach so durch mich durchflutscht. Warum muss ich denn da hinten hin? Ich finde, also ich finde es auch cool gemacht. Ich habe mich gerade trotzdem super erschrocken. Die Bäume wachsen ziemlich schnell wieder nach, wa? Ich bin nicht da. Nein, nein. Geh weg. Geh wieder da hinten spielen, bitte. Gott, stell dir mal vor, du verbrennst bei lebendigem Leibe. Wie schrecklich ist das denn, bitte? Kann der nicht woanders spielen gehen? Weiter weg von mir, bitte. Leute, hört auf mit dem Scheiß. Ich versuche dir zu helfen, ich schwöre. Oh, da hinten ist auch ein Weg. Mich würde interessieren, was da hinten ist. Naja, vielleicht kommen wir da gleich wieder raus. Boah, jetzt ist es dunkel. Oh nein, der spukt hier auch rum. Yo, 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 das ist unfair. Okay. Oh Gott, was? Was, warum? Wirf einen Blick in den Spiegel und schau, wie sehr Alans Gedanken in Dunkelheit gehüllt sein können. Oh Gott, was? Leuchtturm. Make it bright. It's out of fuel, guess not. Wo soll ich denn jetzt Fuel herbekommen? Ah, da. The lantern is off. Oh Gott. Alter, wie krank. Ich war im Turm, als es passierte. Ich habe den Weg die Klippen hinunter zum Bootshaus genommen. Oder besser gesagt, ich bin ihn blind hinuntergepurzelt. Oh nein, die haben den halt... Die haben den halt einfach wirklich... In the void. Anxious. Light my fire. Gibt es hier noch eine Glühbirne? Von allen Albträumen, die ich bisher hatte, muss der hier der schlimmste sein. Mein Licht ist ausgefallen und es gab einen Unfall. Oh Gott, all das ist meine Schuld. Alter, wie krass ist dieses Spiel gemacht? Oh Gott. Nein, du kannst nicht zu mir. Ich stehe im Licht. Die Monster, von denen man mir sagt, ich hätte sie mir nur eingebildet, sind jetzt aus den Schatten hervorgekommen. Dieses Schiff ist der Tod. Es trägt den Namen des Todes. Ich habe eine der Leuchtpistolen aus dem Bauch der Bestie gefunden. Ich habe keine Angst davor, sie zu benutzen.
Da. Oh Gott. Moment. Oi. Every bit of me is dark. Okay, habe ich hier, da ist noch einer. I need to clear the darkness around it first. Aber wo ist denn hier noch eine Lampe? Ah, hier. It's an old oil lantern. I need to clear the darkness around it first. It's out of fuel. Dankeschön. Was, die Storys hier sind so schlimm. Warum sind die so schlimm? Oh, 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 warte, 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 warte. Durch mein Licht wird die Dunkelheit brennen. Ich muss Desmond anrufen, er wird es verstehen. Dürfte ich bitte raus? Hallo? Oh, was ist da? Leuchtturmschlüssel. Hilfe! Hilfe! Ellen, du mach mal nicht. Okay, wie komme ich jetzt weg von dem? Oh nein! Oh nein! Du Ellen, lass mal! Wirklich. Ist nicht so cool. Ist nicht so cool. Okay, jetzt kriege ich hier ausnahmsweise mal kein Leben. Das ist echt uncool. Und gemein. Ich hoffe, da drin kriege ich wieder Leben. Lass mich durch! Tschüss, Ellen. Oh. Okay, jetzt kann er da draußen erstmal in der Gegend rumkriechen. Oh. Ja, kein Anschluss unter dieser Nummer. Dankeschön. Laut Agent ... Anweisungen sind alle leicht entzündlichen Container mit ... von der Bucht, wo ... nach drinnen zu bringen. Rauchen verboten, keine Lichtpistolen oder Sprengstoff in der Nähe dieses Teufelszeugs. Achtet auf den Fahrer, der gern beim Transport raucht. Wenn er sich nicht an ... hält, sofort verhaften. Ich war bereit zu schießen. Ich schwöre. Hallo? Finde eine Feuerquelle, die den Leuchtturm wieder frei macht. Ey! Oh! Entschuldigung! Eine Feuerquelle? Ich werde doch jetzt nicht anfangen, hier den Leuchtturm in Brand zu stecken. Ist der denn dull? Batterie.
Willkommen in Icarus Point, eine Führung durch den ältesten Leuchtturm im pazifischen Nordwesten. Wir beginnen unsere Tour im Museum des Leuchtturms, einer originalgetreuen Rekonstruktion der ursprünglichen Unterkunft des Leuchtturmwärters. Weiter geht es in den Hof, von wo aus Ihnen ein atemberaubendes Panorama der Patmosbucht geboten wird. Wenn Sie sich mutig fühlen, können Sie den Weg unter dem Hof folgen, um das alte Bootshaus zu besichtigen. Zu guter Letzt führt uns unsere Tour an die Spitze des Leuchtturms, wo das rote Licht der Verdammnis ihre unsterbliche Seele verschlingen wird. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt im Icarus Point und falls ein gewisser Therapeut dies lesen sollte, wir freuen uns auf Ihren Tod. Irgendwie bin ich nicht so beliebt, habe ich das Gefühl. Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Ein bisschen. Ui. Indem er die Anweisungen seines Vaters, nicht zu nah an die Sonne zu fliegen, ignorierte, schmolz diese das Wachs seiner Flügel. So stürzte Icarus vom Himmel und ins Meer, wo ihn sein Übermut das Leben kostete. Willst du runtergehen und an einer Leiche rumpieksen? Nein! Nein! Spiel, was ist denn mit dir? Das ist richtig bösartig. Stell dir mal vor, du kriegst halt wirklich so eine Führung angeboten. Eine Sicherung, natürlich. It's a fuse box. It fits. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. So, welches Licht kann ich mir denn ausknipsen ohne... Hallo, Alan! Das ist so ekelhaft. Der macht so widerliche Geräusche. So, die muss ich mitnehmen und die da hinten muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Wo ist er hin? Ah, da. Nehmen Sie bitte. Danke. Ich war schneller als du. Hallo, Leon. Wie geht es dir? Geh weg. Geh einfach weg. Na, wir warten, bis er wieder irgendwohin süppelt. Nein! Oh, warum tun mir denn diese Monster immer so leid? Warum schafft das dieses Spiel, dass einem die Monster echt aber nur scheiße leid tun? Gerade von der Arbeit gekommen? Ja, dann herzlich willkommen zurück. Was ist aufgegangen? Da hinten das Tor. Ach, da freut man sich doch. Ich will nicht an Icarus pieksen. Hatte ich das nicht gerade eben schon gesagt? Und wie soll ich da zur Hölle wieder hochkommen? Au. Nee, bitte nicht. Du, gar kein Interesse, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jump'n'Run und ich, wir sind keine Freunde. Alter, also doch, bitte. Nicht cool. Nicht cool, mein Freund, nicht cool. Da lang. Geh, oh Gott. Desmond, du Pfeife.
Oh, oh. Au. Nein, nein, könntest du bitte nach oben gehen? Okay, darüber. Da hat er mir jetzt was zerstört. Alles klar. Hallo. Aua. Woran bin ich denn jetzt zur Hölle abgerutscht? Oh, schön. Spiel, hör bitte auf zu hängen. Oh, und schon wieder reingelaufen. Wie kann man denn so blöd sein, den gleichen Fehler zweimal zu machen? Wo soll ich da rein? Das ist die andere Frage. Hier komme ich nicht rein. Kann ich hier bitte irgendwo rein? Jetzt bin ich voll umsonst einmal um diese... Warte mal. Kann ich von unten vielleicht da rein? Moment. Bin ich blind? Blöd? Sag mal. Ellen! Es reicht! Okay, ist von der anderen Seite. Muss ich da nicht rein? Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Kann ich da? Nö. So. Da komme ich auch nicht rein. Außer ich mache ja den Hampelmann, aber... Das Boot runterlassen? Wie könnte ich das Boot runterbekommen? Weißt du, er schmeißt da irgendwelchen Rotz auf mich drauf? Erstmal wieder hier in Sicherheit klettern. So. Ist hier irgendwas mit so gelbem Tape versehen, dass ich sagen kann, ich kann das hier mit meiner liebevollen Scheibe einschlagen? Uah. Nö. Okay. Oben gibt es keinen Weg. Außer hier dieses Fenster, wo ich nicht reinkomme. Dass ich auch nicht weiter hier zurechtschneiden kann. Warte mal, muss ich... Also ich bin mir fast sicher, dass ich da rein muss, aber... Das Spiel lässt mich nicht. Ich laufe nicht, ich springe. Da kann ich halt auch... Da kann ich halt nicht durchschießen, ne? Ja, nee, ich kann halt... Ich bin doch einmal komplett außen rum gelaufen. Hier, da, dann hier rüber. Hier rüber und das war's. Dann bin ich wieder unten angekommen.
Ach. Oh Gott, okay. Habe ich nicht gesehen, war zu dunkel. Wenn man blind und blöd gleichzeitig ist. Jo. Entspann dich. Oh. Oh, oh, wow. Der macht mir hier alles kaputt. Da ist das Rad. Ja. Bin ich da nicht gerade eben drauf gesprungen? Oh, warte mal. Wir machen uns hier erstmal den Weg wieder frei, damit wir auch schnell wieder raus können. Hup. Ausnahmsweise wäre Essen ganz nice. Gebe ich ja ganz unverfroren zu. Will ich nicht sehen. Hast es verkackt, mein Freund. Hast es verkackt. Anweisung: Bootsmechanismus. Um ein kleines Boot ins Wasser zu lassen, werden zwei Mann benötigt. Versuchen Sie es nicht alleine. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Sobald eine Person sicher im Boot sitzt, benutzt eine weitere Person die Seilwinde, um das Boot langsam ins Wasser hinabzulassen. Überprüfen Sie immer vorher das Boot und die Seile auf Bruchstellen. It's a base for a crank wheel. Nothing. Success. Out if I turn it too tight. It fits. Nee, das war zu weit. Ja, ich weiß. Ach so. Nee, warte, das war jetzt ein bisschen doof. Hä? Aber ich muss das doch bestimmt mitnehmen. Komme ich hier nochmal hoch? Das Loch ist nicht umsonst da. Ich sehe das. Aber wie krieg ich das da jetzt? Can't carry any more of this. Ah, okay. Auch gut. Wenn ich das jetzt nochmal brauchen sollte, dann bin ich gearscht. Yo, Junge! Hat der hier einfach mal alles weggehauen? So. Also, wer glaubt daran, dass wir das schaffen? Irgendwann sind meine Arme dafür aber zu kurz. Dieses Wichsgesicht. Nein, 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 nein. Jetzt schießen die noch mit Gift. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Thank you.
Dieser Typ ist doch unfassbar. Ja, ich habe gesagt, dass ich zur Werft will. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf diesem Weg zur Werft will. Die haben doch gesagt, immer zu zweit. Ja, aber nicht, dass einer das Kabel durchschneidet. Der Typ ist einfach der Inbegriff von Mobbing. Alan, nicht cool. Batterien brauche ich. Was haben wir hier noch? Futter nehme ich. Das hat nicht gut geschmeckt, ja. Das ist dann jetzt dein Problem, würde ich sagen. Hauptsache, es geht einem wieder gut danach. Das sind Wale, nehme ich an, oder? Was ist da drin? Oh. Ah. Schnell wieder raus. Ich will da drauf. Ich will da drauf. Sehen so Walschädel aus? Hallo! Ich bestätige, es ist kein Rückenmark mehr da. Hat er in den Briefen von diesem Boot gesprochen? Auf wessen Seite bist du eigentlich, Leon? Auf meiner oder auf der des Spiels? Na, ihr kleine Arschlöcher. Ah, hast du gedacht? Habe ich dich eines Besseren belehrt? Gut. Ja, ich weiß, dass du nicht auf meiner Seite bist. Du bist grundsätzlich nicht auf meiner Seite. Nach was suche ich hier eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Gut, gehen wir auf Nummer sicher und schauen, dass die Waffe immer voll ist. Da hinten ist Licht, das heißt, der Dude wird bestimmt nicht da dort sein. Wow! Mir vorbeigespurtet ist. wo war das? Hier. Okay, hier haben wir noch mehr Muni. Central Intelligence Bureau. Vereinigte Staaten von Amerika, neue Befehle. Jagen Sie sie in die Luft. Wenn sie nicht schon zur Lagerung an einem anderen Ort abgeholt wurden und wenn die Fässer entzündlich sind, stapeln Sie sie und zur Hölle. Versuchen Sie es an einem Ort zu machen, die den Zugang blockieren. Dazu gehören, machen Sie diese Bereiche dicht. Keine Zeugen. Unterschrieben. Okay. Also wurde der wirklich von der Regierung hochgejagt? Also verbrannt, meine ich? Das ist echt super strange alles.
Was will ich denn mit so vielen Batterien? Ich brauche doch gar nicht so viele Batterien. Okay, wie komme ich da hoch? USS Thanatos. Okay, ich muss gar nicht zur Werft. Ich will nicht in dieses Schiff. Warum kriegt ihr das denn auf einmal Resident Evil Vibes? Ich will nicht in dieses Schiff. Okay, das kriege ich wahrscheinlich nur weg, wenn ich eine Lampe habe. Kann ich dich umdrehen? Nein. Ist es zu diesen Zeiten notwendig, dass ich die Maske habe, um überall hinzukommen? Weiß das irgendjemand? Okay, zum Anker komme ich nicht hoch. Da ist noch ein Brief. Central Intelligence Bureau, Vereinigte Staaten von Amerika. Halten sich von der Thanatos fern. Da ist es nicht sicher. Es gab einen großen Unfall wahrscheinlich. Das Zeug ist überall. Es ist auch hochgradig gefährlich, entzündlich und so hoch fliegen wie ein Drachen. Der Kapitän und seine Besatzung wurden in die Luft gesprengt. Wahrscheinlich, ja. Waren da gerade Schritte? Schon wieder eine Batterie. Ich brauche wirklich keine Batterie. Ist das eine gute Idee? Ich wiederhole, ist das eine gute Idee? Mann! Fertig, Spiel aus. Gut. Also die Regierung hat mal wieder Scheiße gebaut. Und offensichtlich die Sachen vertuscht. Echt jetzt? Ich muss jetzt schon wieder außen rumgehen. Spiel. You're kidding me. Ich will auf jeden Fall mehr Ausdauer. Dass ich nicht so lange rennen kann, nervt mich. Massiv. Thanatos will dich hier nicht. Das ist schön für ihn, aber ich will hier sein. Wie komme ich denn jetzt? Hä? Aber ich muss doch jetzt irgendwie da rein.
Es testet deine Geduld, ja. Ist jetzt da unten irgendwie ein Tor aufgegangen oder so? Wie komme ich in dieses Schiff? Kann ich diesen Container hier irgendwie wegschaffen? Ach, warte mal. Der ist auch irgendwie runtergegangen, ne? Der war doch vorher oben. Achso, ja, es ist ja der runter. Bin ich so doof. Verwirrt bis ins Mark. Muss ich den jetzt wieder runterfallen lassen irgendwie? Kann ich das so bewegen, runterzugehen? Achso. Vergesst es einfach. Vergesst es einfach. Die Sache wird merkwürdiger. Ja, das sehe ich auch so. Ich kann da nicht rein. Ich bin doch komplett empfindlich, was das Zeug angeht. Also, ich sterbe da drin doch. Ich wusste es. Ja, das müssen richtig gute Drogen sein, das da. High Up und Space Air. Meine Fresse. Willkommen in der Matrix. Ah. Gott, ich darf es für mich fressen. Aber selbst wenn, es hat keine Zähne und... Oh Gott. Ah! Junge. Wie gut, dass ich Arzt bin und mir meine eigenen Medikamente verschreiben kann. In meinem Büro? Warum hängen da meine Diplome? Und warum ist da so ein riesiges Schlüsselloch? No luck. Wie? Kein Glück. Was soll ich denn da reinstopfen? Ich hab da nur diese blöde Glühbirne. Quest, Fragezeichen, Fragezeichen. Das Regal war vorher. Oh! Nee! Dave! Hallo, mein Kumpel! Thanks for that locker key. Dave! Brody! Ja! Findest du das gut? Ich finde das nicht gut. Alter. Dave, der kleine Kacki. Dave, was geht hier ab? Kommst du mit? Bitte, komm mit. Lass mich hier nicht so allein. Ich weiß, was in dein Schlüsselloch kommt, aber das ist ein sehr gigantisches Schlüsselloch. Wie soll ich denn bitte so einen großen Schlüssel transportieren?
Dave, können wir nochmal zusammen einen durchziehen? Der Trip wird echt stark. Ich will nicht, dass er endet. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Dave? 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 Nee, das ist nicht Dave. Das ist Roche. Das ist der, der die... Jorge, oder wie auch immer. Ich nenne ihn Roche. Das ist der, der die Dings... Jorge, my man. Das ist der, der die Artikel geschrieben hat. Go smoking. Lieber nicht. Ich hab gehört, der Scheiß ist entzündlich. Wir bewegen uns. Moment, 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 Moment. Wir bewegen uns. Oh. No. Ich verstehe nicht, was die sagen. Lass mich mal rein. Mir ist kalt. Es ist nass. Da läuft jemand. Ja, moin. Okay, warum sind wir jetzt auf einmal in Monstrum? Ich besitze dieses Spiel, aber ich habe es mit Absicht noch nicht gespielt. Ich will eigentlich nicht wieder raus. Uah! Okay, wer gibt mir einen Schnaps aus? Die Atmosphäre in diesem Spiel ist echt widerlich. Ich schwöre, ich habe schon einige Horrorspiele gespielt und gesehen. Aber das ist echt widerlich. Hör auf. Dave soll bitte nicht ans Steuer gehen. Der kann nicht lenken. Der hat keinen Kopf mehr. Ich sehe nichts. Okay, also ist der Leuchtturm ausgegangen, während dieses Schiff eben auf die Insel zugefahren ist? Und deswegen ist alles in die Brüche gegangen? Weil wir haben ja, also dieses Schiff hat ja offensichtlich dieses Zeug transportiert, was hochexplosiv ist. Bitte nimm sie.
Warte, warte, warte. Jesus. Okay. Shit's getting serious. Wo kriege ich die Munition für den Scheiß daher? Damit bekomme ich jetzt also die schwarzen Wolken weg. Oh. Wie ausrücken? Junge. Hör auf. Ich treffe nicht. Toll. Der Sack. Ich schwöre, ich mach den sowas von fertig. Oh, mir ist richtig kalt gerade. Ich muss mal ganz kurz meine Mini-Heizung hier anmachen. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Moment, ich hab's gleich. Ich hoffe, man hört die nicht so dolle. Der macht mir mein Leben auch echt nicht einfacher. Ja, also ich muss schon sagen... Was ist denn da jetzt drin? Wenn ich da durchgehe, komme ich dann... Okay, gut. Dann komme ich ganz normal wieder hinten durch. So, Dave hat also uns jetzt an die Klippe gelotst. Das ist sehr schön. Kann ich jetzt nochmal da durch? Nein, ohne Scheiß, ist die laut? Okay, jetzt mal einmal hier rund gehen, ohne den ganzen verschwurbelten Dreck im Gesicht. Das ist... Nee, alles gut, okay. Achso, jetzt komme ich gar nicht mehr hoch. Ich kann so einmal durch das Schiff nochmal durchgehen. Okay, jetzt habe ich die Leuchtpistole. Mit der komme ich jetzt... Ich weiß nicht, wohin. Ich habe auf jeden Fall nur 4 Schuss. Oh. Okay. Jetzt weiß ich auch endlich, es gibt Falling Damage. So. Ich probiere das jetzt einfach mal hier. Ah. I can't carry that much ammo. Ach, ich darf nur 4 Schuss davon mitnehmen. Willst du mich natzen? Wow. Okay. Also 5 Schuss, wenn man den Schuss in der Knarre mitzählt. Danke fürs Ruckeln-Spiel. So, ich bräuchte jetzt nochmal etwas Heilung. Und Munition. Hier gab es doch eben Heilung, oder nicht? Nein? Ich habe doch eben so viel Zeug liegen lassen. Was ist eigentlich da hinten?
nichts. Das ist schön. Nichts ist immer gut. Na, zumindest ein bisschen Money. Warum läuft denn der jetzt schon wieder darum? Warum laufen die denn jetzt schon wieder darum? Ja, genau. Aber ich glaube, Gegner zeigen einem immer den Weg. Von daher sollte man... Ist das okay, Musik? Sollte man sich nicht über seine Gegner aufregen. Auch wenn sie mich umbringen können. So. Ich glaube, ich muss da oben hin, um da hochzukommen, aber wir gucken uns kurz hier noch um. Weil ich möchte eigentlich nichts zurücklassen, wenn ich es vermeiden kann. Oh. Hm. Wie blöd von mir. Wie komme ich eigentlich da dran? Also da liegt ja auch was drin. Ich meine jetzt... Oh. Ich will das. Gib mir das. Diese trüben Wasser sind keine angemessene Repräsentation für diese Bucht. Ich will es trotzdem. Wie kriege ich es denn? Was ist das und wie komme ich dran? Das da unten hilft mir halt irgendwie überhaupt nicht weiter. Nee, komm mal kurz da raus. Sind wir jetzt hier beim Arktos-Schollenspiel? Offensichtlich. Gut, dann hätten wir das. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Oh, mir gehen langsam die Schüsse aus, Leute. Nee, komm, nicht in diese Siffe da rein. Wer hat denn da geschossen? Nein! Ich wollte ein hässliches Auge treffen. Junge. 10 AP. Das ist schon mal viel wert.
Ein HP, man nimmt ja, was man kriegen kann. War da hinten nicht... Na, ist egal. Ist egal, ob da noch Schüsse waren. Gut, I'm sorry? Das war keine Absicht. Da hinten liegt doch noch ganz viel Scheiß. Ach komm, wir gehen weiter, ist egal. Oder? Brauchen wir das? Nee, brauchen wir nicht. Immer muss ich alles zerstören. Ja, die wollen mich ja auch ständig irgendwo gefangen halten, wo ich nicht gefangen sein will. Das finde ich auch nicht cool. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ja, genau. Ich habe dich gesehen. Du kleiner Hoden. Ich glaub's ja nicht.